können wir eine nette Nacht haben? Dick, lebensfroh, riecht nach Geld. Ich sag dem Fahrer, dass er gebraucht wird. Oh. Wir kommen aus Deutschland, wir haben schlechte Nachrichten für Sie. Herr Helbrecht, Ende. Herr Helbrecht, Schluss, aus, Ende. Perdón, la fiesta continúa enseguida. Por favor, me ponga las cosas demasiado apretadas. Können Sie Ihren Gorilla nicht ein bisschen bremsen? Ist nicht unser Gorilla, wir sind nur Gast in diesem Land, genauso wie Sie auch. Und Ihre Behandlung gerade ist nur ein Vorgeschmack auf das Gefängnis hier. Aber vielleicht haben Sie ja Sehnsucht nach der Heimat. Dann könnten wir Ihre Auslieferung beschleunigen. Allerdings bräuchten wir dazu Klarheit. Und Klarheit heißt, wo ist das Geld der ganzen Anleger versteckt. Der vielen Leute, die eine gesicherte Rente haben wollten. Gesicherte Rente. Chica. Das meiste ist weg. Ich will die in Brasilien heiraten. Die Verwandtschaft meiner Zukünftigen, die haben ganz genau gewusst, woher mein Geld stammt. Da lebend wieder rauszukommen, das hat mich schon eine ganze Stange gekostet. Wo ist der Rest des Geldes? Hab ich vergraben. Man kann ja heutzutage keinem mehr trauen. Schaufel können wir Ihnen sicher organisieren. Ah, super. Ich kooperiere, keine Sorge. Brasilien, Bolivien, Venezuela, Uruguay. Dann hatten wir eine richtige Spur, um den Herrn Helbrecht von seinem süßen Leben zu erlösen. Weil? Am Ende lieben wir sie alle! Ja. So, im Namen der Freien Gaucho-Republik Uruguay. Oh, das ist ein schönes Stück vor meiner Sammlung. Ah! Oh, Scheiße. Das Alter. Ja, Prinzip. Also, ich finde, sie ist gewachsen. Top. Wir müssen aufstehen.
Smartphone. Halb sechs. Das ist ja noch fast human für deine Verhältnisse. Ja, ich kann dir folgen. Wann? Ich habe dich bisher immer gestützt, obwohl du nie die fachliche Voraussetzung mitgebracht hast. Aber jetzt stehst du mit der Sache an der Abbruchkante. Das war der dritte Ausbruch aus dieser JVA. Du weißt, was morgen in diesen Scheißblättern steht. Das kann zu einer politischen Bedrohung für uns werden, nur weil du deinen Laden nicht im Griff hast. Ja, du weißt doch selbst um die beschissenen Zustände in den Gefängnissen. Genügend Dossiers liegen dir ja von mir dazu vor. Also, Anni, ich muss mich gleich anziehen. So, ich nehme an, du bist um diese Uhrzeit bei deiner Frau. Ja, klar. Sag mal, weißt du eigentlich, was so ein JVA-Angestellter verdient? Der ständig mit seinen Schlüsseln klappert und mit dem Pack da drin auskommen muss? Hm? Ja, ich kenn dein Regiment. Einschüchterung, Angstmache, gefügig machen. Mhm. Die Gefängnisdirektorin enthaupte ich persönlich. Du bist so was Wunderschönes. Was bist du? Ich bin nicht schön. Ich bin bei dir, solange du mich lässt. Ich bin dir dankbar für jeden Tag und für jede Nacht. Was ernst ist? Ja. Und vor allem hat er Zeit für mich. Weiß die kleine Maus davon? Ich melde mich. Klar. Bist jetzt da? Bin bei euch. Guten Morgen. Guten Morgen. Die Ausbrecher gelten als gefährlich und extrem gewaltbereit. Sowas sorgt für schlechte Stimmung in der Bevölkerung. Also, Herr Fied, wer sind die beiden? Bringen Sie uns doch mal in den Film. Also, Bogdan Bukur, verurteilt zu 6 Jahren wegen schwerer räuberischer Erpressung in Tatanheit mit schwerer Körperverletzung, hat von seiner Haftstrafe erst ein Dreivierteljahr abgesessen. Bislang gute Führung, wie man hört. Ist wahrscheinlich angeschiftet worden. Denn er saß zusammen mit Livio Caramitro in einer Zelle. Vermutlich gibt es keine Gemeinsamkeiten zwischen den beiden. Caramitro ist ein ganz anderes Kaliber. Livio Caramitro gehört zu einer europaweit agierenden Bande, die in wechselnder Besetzung vorgeht. Die Bande hat bei uns 2 spektakuläre Überfälle auf Juweliergeschäfte gemacht. Das war hier dein Überfall auf die Düsseldorfer Messe am 8. November 2013. Da, der auf dem Tresen, das ist Caramitro, ne? Wir konnten bei dem Überfall 2 DNA sichern. Einmal die von Caramitro und einmal die von Veton Shahin. Salihi. Wie? Salihi. Veton Sahilin. Der befindet sich gerade in Albanien, also außerhalb unserer Reichweite. Dieser Caramitro. Ja, da war doch mal was bei euch. Ja, richtig. 2 unserer Zielfahrer hatten Caramitro aufgespürt. Beim Festnahmeversuch wurde einer von uns durch einen Schuss lebensgefährlich verletzt. K-
Karamito konnte sich dadurch noch mal absetzen, wurde aber später beim Grenzübertritt nach Italien festgenommen. In Köln verurteilt zu 9 Jahren, saß bis jetzt in Solingen. Was sind denn Ihre Erkenntnisse zum Gefängnisausbruch? Meine Büroleiterin hat gerade die neuesten Informationen aus der JVA. Ja, Lorenz hier, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Frau Lorenz. Morgen. Die ersten Ermittlungen aus der JVA sind schon sehr konkret. Es gab Hilfe von innen. Hören Sie mich? Ja, wir hören Sie. Ja, wir hören zu. Ein Zugang ist aufgeschlossen worden. Dadurch haben es die beiden Inhaftierten aufs Dach geschafft. Eine Justizvollzugsangestellte, die Nachtschicht hatte, hat das bei der Vernehmung bereits eingestanden. Warum? Geld? Geschmiert oder was? Davon ist auszugehen. Beim abendlichen Einschluss haben die beiden Ausbrecher mit 2 anderen Inhaftierten getauscht. Dadurch ist es ihnen gelungen, den eigentlichen Zellentrakt zu verlassen. Von da aus sind sie auf den Dachboden und dann durchs Dach. Riffifi rückwärts, wenn man so will. Die beiden sind unter geradezu lebensgefährlichen Umständen über die Außenmauer gesprungen. Das sind fast 10 Meter. War der Karamitru nicht Fallschirmspringer? Der andere. Butschur oder Bukur? Bukur. Hat sich nach Aussage der Turmwache dabei offensichtlich am Fuß verletzt. Das konnte man ja auch sehen. Ja, das wissen wir ja. Weiter. Ja, eine Tankstelle in der Nähe der JVA. Das haben uns die Kollegen überspielt. Das war heute Morgen, 7.11 Uhr in Solingen. Der rechte ist Karamitru, der linke ist Bukur. Der hinkt ja gar nicht. Das ist Tarnow. Ja. Oh. Der Geschädigte ist wieder ansprechbar. Kann sich ja kaum etwas erinnern. Die beiden Flüchtigen sind mit diesem Buick unterwegs. Buick, ne? Ringfahndung läuft, Wagen wurde noch nicht gefunden. Da sollte aber. Genau. Im Flucht-Buick lag ein Handy. Die Rufnummer haben wir vom Fahrer, also dem Raubopfer. Wir hatten eine kurze Ortung, dann wurde das Handy abgestellt. Vom Raub des Handys bis zur Ortung haben wir eine grobe Fluchtrichtung, Polen möglicherweise. Alle Dienststellen sind informiert und halten Kontakt untereinander. Hat der Buick ein Navi mit GPS? Naja, nicht das älteres Modell, aber die Kiste ist denen zu heiß. Die haben die bestimmt schon stehen lassen. Guten Morgen, hier LKA Berlin. Unser örtliches MEK richtet gerade Standortobservationen auf diverse Wohnungen von Kontaktpersonen von Karamitru und Buzo ein. So gut wie alle hier in Berlin. Darüber hinaus können wir ab sofort bei allen Mobil- und Festnetznummern der betreffenden Personen hier in Berlin und Umgebung live mithören und mitlesen. Okay, danke. Da es sich um Rumänen handelt, sitzen Dolmetscher mit am Auswertungsplatz. So, das kann eine Weile dauern. Ich würde mal sagen, wir holen mal eine Pizza. Wer macht? Hier? Okay, eine Thunfisch. Mann, ihr seid ein halbes Jahr getrennt. Getrennt, ja. Rita war frei wie ein Vögelchen. Und dann kommst du nach einem halben Jahr und spielst gleich den Samariter und nimmst sie unter deine Fittiche, oder was? So ist es. Gewöhn dich dran. Gewöhn dich dran! Kollege, schau doch nicht. Kannst so du mir mal erklären, wieso meine Tochter zu einem Teddybär ein Smartphone sagt? Mach mal Tür zu, weil ich ihr ein Smartphone versprochen habe und noch nicht dazu gekommen bin und stattdessen erstmal den Teddybär. Weißt du was? Du kaufst meiner Tochter nie wieder ein Geschenk. Nie wieder. Hier Berlin, 13:45 Uhr. Rein rechnerisch können die Flüchtigen jetzt bereits auf Höhe Hauptstadt sein. Observation. Ja, ich sage ja, rein rechnerisch. Braucht uns da nicht rein. Ich bin heute nicht, ja, schon Salami. Ich hab noch Salami. Oh, meine Pizza ist kalt. Hey! Wir haben sie! Tschüss, Bruder, dass du hast tatsächlich schon was Chattats. Lass mich patsche. Komm, wir setzen. Sind raus, wie besprochen. Freue mich. Oh, auf Wunder. Das O, das könnte eine Null sein. Ich meine, vielleicht treffen die dich um 0 Uhr. Was ist mit Wunder? Naja, Minune heißt ja Wunder. Vielleicht, es gibt einen populären rumänischen Zigeunersänger, Adrian Minune. Na, die können ja blaues Wunder erleben. Komm, Kinder, Kontaktdaten. Lass mich mal durch. Geschäftsmann, so. Verheiratet, Kriminalpolizei noch nicht gemeldet. Da, die Ehefrau hat Bukur im Gefängnis besucht. Kinder, wir sind richtig. Zwei unserer Ermittler kommen als Unterstützung zu euch nach Berlin. Verstanden. Kann das die Frau Petrescu sein? Positiv. Nee, sind mir noch keine untergekommen. Soll ich schon ja nicht. Na, wo soll's denn hingehen? So zügig unterwegs. Hübsch gemacht. Ja, die Frau Petrescu. Na, führen Sie mal, du Schöne.
Lass uns mal den Wunderbaum anzünden. Noch Kaffee? Ja. Wie geht's deinem Hund? Wieder besser. ZP steigt in einen Subaru. Wir folgen. Kennzeichen BMS 692. Ich wiederhole, Bertha Michael Siegfried 692. Wir erkennen das Nummernschild, danke. Ist verstanden. ZP ziemlich gemächlich unterwegs. Stadtautobahn, Ausfahrt Richtung Frankfurt-Oder. ZP für Tresco hat angehalten. Erste Raststätte A1, Raststätte Rauen. Ich wiederhole, Rauen. Hat getankt. Trinken Kaffee. Vielleicht wartet es auf die beiden rumänischen Mitbürger. Die müssten ja langsam in der Nähe sein. Oder sie wartet auf einen Anruf. Ah, da kommen die Kollegen mit dem Baby. Alles Prinzberg. Sag mal, hat die gerade einen Anruf gekriegt? Habt ihr was registriert? Hat die gerade einen Anruf gekriegt? Nö, wir sehen bei uns nichts auf dem Display. Kein Anruf. Hey Leute, ich sehe nicht mehr. Ich sehe die Frau nicht mehr. Das ist jetzt eher ungünstig. Wieso stellt der Kollege sich so dämlich hier hin? Hier kommt's mein Baby. Baby, Baby. Come on. Ja. Genau, Sitzpass wackelt und hat Luft. Super, dran. Schön, wir haben sie unter Wind. Also kein Risiko, lange Leine lassen. Die sind gefährlich. Sind die Kollegen aus NRW inzwischen da? Ja, wir sind da. Wo seid ihr denn? Gut, ihr übernehmt dann. Wagen von Zielperson gesichtet. Wir können jetzt übernehmen. Ja, sag doch. Ihr übernehmt jetzt. Was klingst du so stinkig, Kollege? Ja, ich hab zu lange im Auto gepennt. Wie erzähl was? Also, es geht Richtung Osten. Wir fahren nach Hause. Ja, Fiet hier. Ja, wir vermuten, dass unser ZP die Grenze Richtung Polen überquert. Der Mann im Mund ist gleich in Position. Benachrichtigen Sie bitte unsere gemeinsamen Freunde. Sie sollen schon mal ein Netz aushängen. Hubschrauber begleitet euch ab jetzt. Und Spezialkräfte zur Verfügung halten. Sondereinsatzkommando unterwegs. Der Subaru biegt jetzt ab. Von der Autobahn auf die B112. Ausfahrt Mühlrose. Ja, wir sind dran. Halten Abstand. 200, 300 Meter. Achtung, der Subaru steht. Zielfahrzeug 80 Meter vor mir. Zwei Personen aus dem Wald sind zugestiegen. Es sind die Flüchtigen. Einer hängt stark. Wagen fährt jetzt wieder an. Ja, hinterher, Leute. Hinterher. Ja, klar, hinterher. Er biegt jetzt ab auf den Waldweg. Ist doch Waldweg, oder? Wir folgen so schnell es geht. Subaru gerade nicht mehr im Blickfeld. Jetzt steht er wieder. Wir auch, ja. Hummel 3, könnt ihr was sehen? Nee, wir sehen kein Auto. Nix. Nur Paré und eine Wärmemarkierung, dass da vor kurzem irgendwas war. Könnte natürlich vor dem Auto sein. Ihr seid direkt über dem Peilsender. Schrösch. Schau mal nach. Das muss vor euch sein. Direkt vor uns war ein Reh. Hat aber überlebt. Scheiße, das Ding ist abgerissen. Wir sind über den Ast drüber gefahren. Fuck. Mist. Verstanden. Peilsender-Baby abhanden gekommen. Zielfahrzeug vorübergehend aus dem Blick verloren. Wir müssen aber in 10 Minuten abdrehen. Auftanken. Wiederhole. In 10 Minuten auftanken. Ja, haben wir verstanden. 10 Minuten. Scheiße. Da. Darüber. Okay, wir haben den Subaru wieder im Blick. Hat aber großen Vorsprung. Die Kollegin nimmt Witterung auf. Ist der Zollhubschrauber zu kriegen? Notfalls ist KSK ja. Oder der Schrauber von der Kanzlerin. Ist mir egal, aber mach was. Ja. So, wir fahren jetzt ohne Licht weiter. Zollhubschrauber kommt zur Unterstützung. Da geht Kastenbierchen raus an euch. Habt ihr gehört? Aber alkoholfrei. Ja, brav. Danke. Wir sehen euch und den Subaru unten. Ihr seid gleich an ihm dran. Ja, vor uns die Rücklichter. Wir kriegen euch. Wir haben euch schon. Die ZP ist in einem Haus. An einem Dorfrand verschwunden. Achtung, da stehen Pferde davor an der Koppel. Der Subaru fährt weiter. Erstes SEK-Team übernimmt vor Ort den Subaru. Kommt euch entgegen. Wie heißt denn das, Kaff? Neue Lizegörige. Wir brauchen noch Unterstützung für SEK 1 aus Frankfurt-Oder. Frage, wer kann?
Heberer 7, wir erwarten den Subaru oben an Guck der Kreuzung. Mal, polnische Grenze ist in Spuckweite. Es gibt aber keine Brücke hier im näheren Umkreis. Frag doch mal nach Berlin, ob die irgendwelche Boote haben. Information, SEK-Einsatzlage meldet 5 Kilometer vor Ort. Klar haben die Boote da. Müssen wir versuchen, ja. Wir versuchen. Wie weit ist es von hier bis zur Oder? Kilometer ungefähr. Wasserpolizei in Frankfurt-Oder alarmieren. Sehen Über die Felder ungefähr ein Kilometer. Wir haben ja genug andere Probleme. Wahrscheinlich sind alle Boote... Wir gehen näher ran. Rollungsschrauber ist im Luftraum. SEK ist in Position einsatzbereit. SEK 1 schnappt sich den Subaru. Jetzt. Vielleicht sind die da noch drin. Wiederhole. Zugriff. Holt ihr euch. Fahrzeug von SEK 1 gestoppt, keine Verletzten. Im Fahrzeug nur die Fahrerin. Das mit den Pferden, habt ihr mitgekriegt? Ja. Im Haus ist von außen keiner zu sehen. Immer noch Festbeleuchtung. Feiern wir schon. Sind Innen- und Justiz dabei? Wir sind dabei. Noch neben ihr beide. Funkstelle hier. Funkstelle. Herr Jakobi, Justiz ist auch immer noch dabei. Wir wünschen den Kollegen frohes Gelingen. Danke. SEK 2 in Position bereit. Gut. Zugriff. An alle. Zugriff. Haus ist gesichert, niemand angetroffen. Die sind zu Fuß schon Richtung Grenze, gleich nach dem Aussteigen. Was mit dem Hubschrauber? Der Hubschrauber soll noch mal den Uferstreifen abfliegen. Los, alles runter zur Oder, alles was Beine hat. Runter, los, komm, hey! Zwei Personen flüchten Richtung Roda. Wiederhole, zwei Personen flüchten Richtung Roda. Jetzt kommt den beiden ein dritter Mann entgegen. Überlebt den Verletzten. Was wird der Feed? Sind wir aufs Licht gerannt? Zum Ufer runter! Wir kommen! Furcht! 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 Achtung, da liegt ein Boot am Ufer! Erstes TP gesichert! Stop! Police! Don't move! Guck mal, geil! Stopp! Keine Bewegung! Am anderen Ufer sehe ich was. Verstanden. Wir versuchen zu folgen. Was war das? Meldung! Was ist da passiert? Steht ein Jeep und sowas wie eine Motorwinde. Dann haben die das Boot rübergezogen. Wir werden beschossen! Wir müssen abdrehen! Sofort abbrechen! Abdrehen! Wir sind unter Beschuss! Drehen ab! Wir können nicht folgen! Wo sind denn die Boote, Scheiße? Sie sind hin! Raus! Aber wenn wir die polnischen Behörden anrufen, wieso meldet sich denn von denen keiner? Das war jetzt überraschend, wenn ich das richtig sehe. Hinkebein festgenommen. Mach doch mal eine Verbindung. Wenigstens etwas. Ja. Danke, das war's. Bericht will ich nicht schreiben müssen. Den will ich auch nicht lesen müssen. Frau Lorenz, machen Sie mir bitte eine Verbindung nach Hause zu meiner Frau. Guten Tag, Frau Jäger. Lorenz hier. Ihr Mann hat versucht, Sie zu erreichen. Ich gebe Sie weiter. Schatz? Ja. Ehrlich, ja? Sind die polnischen Kollegen einsatzbereit? Wie, sie reichen die Nacht keinen? Dann schicken die eine Brieftaube. Was? Mann, das war ein Witz, ihr Heimchen. Wie geht's denn jetzt weiter, Herr Fied?
Na, warten, bis wir wieder in Kontakt hergestellt haben. Was sag ich der Presse? Naja, wir stehen ja nicht ganz unter die Hände da. Einen haben wir ja, immerhin. Immerhin reicht aber nicht. Jetzt ist der Zweite in Polen weg. Tja, also ich freue mich auf die morgige Pressekonferenz. Wenn Sie und ich der Unfähigkeit bezichtigt werden, ja, danke dafür. Danke, Herr Minister. Ist angekommen. Dankeschön. Aus und Ende. Ah! Scheiße! Paul, bist du da? Ja. Das bleibt jetzt weiter dein Problem. Naja, wie gesagt. Einen haben wir. Das stellen wir als Erfolg hin. Der andere ist bald vergessen, wenn wir den am Ende nicht mehr kriegen sollten. Nein, die Baustelle haben wir jetzt am Hals. Und noch eine, die wir nicht gebrauchen können. Wir hören voneinander. Das wirst du auch überleben. Tja. Überleben ist mein Hobby. Sein, dass wir irgendwann Karl Mitre noch mal gegenüberstehen. Und dann wüsste ich gern, wie du reagierst. Ist keine gute Geschichte. Entscheide du. Hat's mit deinem Partner zu tun? Paul und ich waren lange hinter Karl Mitre her. Vor 1,5 Jahren waren wir auf der richtigen Spur nach den Juwelendieben. Wir waren in einem Hotel. Wir wussten von der Rezeption, dass er allein auf dem Zimmer ist. Planten wohl einen neuen Überfall. Wir wollten ihn kriegen. Wir waren überzeugt, es war der richtige Moment, ihn zu überraschen. Im Fernsehen lief Fußball. Wir hätten das SEK holen können. Es gibt keine Dienstvorschrift für solche Situationen, also eigenes Ermessen. Das schaffen wir. Knappen wir uns. Also sind wir rein. Meier legt sich den Ball hin, wird konzentriert, nimmt nochmal Blickkontakt auf mit dem Tor. Wird unheimlich entschlossen, Meier gegen Arzt und Tor! Als wir reindrückten ins Zimmer, hat er keine Sekunde gebraucht, um an seine Waffe zu kommen. Ich wusste, ich habe keine Chance. Ich habe nicht abgedrückt. Vernunft, Angst. Aber er hat noch mal geschossen. Vor Gericht hat er ausgesagt, er würde niemals auf Frauen schießen, verbietet ihm seine Ehre. Für den du die Verantwortung hast, liegt getroffen am Boden. Er, nicht ich. Das ist ein Mühlrad im Kopf und das kommt immer wieder. Paul hat lange gebraucht, um sich davon zu erholen. Nicht nur von den Schusswunden. Das war ein Haufen Psychotherapie. Er will zu uns zurück und er wird es hoffentlich schaffen.
Und ich bin für ihn gekommen, nicht? Aber du bist gut. Angerufen. Und? Kommt hier am Wochenende Besuch? Ich will aber nicht, dass sie weiß, dass du hier ich wohnst. Ich darf nicht hier bei meiner Schwester wohnen? Du weißt doch, was ich meine. Nee. Ich räume meine Sachen beiseite. Er hat es geschafft. Den anderen haben sie. Die Rumänin auch. Aber die reden bisher nicht. Dann ist doch alles gut. Danke. Gott sei Dank. Ich sag dir Bescheid. Kannst du mir das flicken, bitte? Livio Ariosit. L'attack od granica. Akuma potemse with them credava. Und? Ich hätte ihn kriegen müssen. Es tut mir leid. Așa, hai că acum cred că te-au mai bine. Ha? Ia zi, cum ai, bătrânul? Păi nu știi că în Germania la pușcărie ca la hotel. Zi mai tare! Ce? Aoi!
Also gib uns deine Freunde. Na, da. Nach Bene. Bene, hi. Na, okay. Bene, das ging morgen. Lass mal hören. Bukarest, Rumänien. Den Anrufer kennen wir nicht. Der andere ist Phaeton Salihi, der Zweite, den wir bei dem Überfall auf den Juwelier hier in Düsseldorf identifiziert haben. In den letzten Tagen haben wir alle alten Handynummern der Bande rund um die Uhr kontrolliert, ob da Bewegung drin ist. Ist der Shahidi noch in Albanien? Salihi. Ja, du, ist ein schöner Strand, sagt ihm. So, was bequacken die da? Hörst du? Minune singt. Hörst du das, Phaeton? Minune singt für ihn. Der andere? Ja, ich höre. Ich wäre gern dabei. Und sag, ist er wieder ganz der Alte? Der andere? Warte mal, ich höre jetzt besser. Du müsstest ihn sehen. Er ist wieder ein ganzer Kerl. Du weißt ja, in Deutschland sind die Gefängnisse wie ein Hotel. Das habe ich verstanden. Er ist dicker geworden. Ist alles in Ordnung mit Livio? Livio, das ist unser Mann. Das nächste Ständchen bringen wir ihm. Was? Warte. Das hört sich an wie eine Glocke. Kirchenglocken. Pass auf, lass uns die Handy wechseln. Okay? Das ist nicht okay. Aber vielleicht sollten wir unsere Nasen mal im Bukarest zeigen. Und die rumänischen Kollegen mal ein bisschen unter die Arme greifen. Ihr zwei, könnt ihr mal einen Kaffee trinken gehen? Ja, ich bin mir nicht sicher, Hanna, ob du weiterhin an der Sache dranbleiben solltest. Also das ist mein Fall, so sehe ich das. Ich habe ihn mit Paul damals angefangen und ich will das jetzt auch zu Ende bringen. Du willst, aber das entscheidest nicht du. Ich habe das Gefühl, du bist zurzeit emotional nicht stabil in der Sache. Ich habe mich unter Kontrolle, das weißt du. Nee, das weiß ich nicht. Ich frag dir nicht, was bei dir zu Hause los ist. Scheiße, das ist unsachlich. Das stimmt. Gut. Dann sachlich. Laut deinem letzten Protokoll hast du bei der Verfolgung von Karamitu dein komplettes Magazin niedergeballert. In der Situation, in der wir uns befanden, war das vollkommen angemessen. Stand auch in meinem Protokoll. Und im Übrigen, ich vertraue ihr. Wenn ich euch nicht schon so lange kennen würde. Na, dich kenne ich ja noch nicht so lange, wenn man es genau nimmt. Halbes Jahr? 6 Monate, 5 Tage, 7 Stunden. Spüre ich da gerade sowas wie Nähe zwischen euch? Habe ich echt meine eigenen Probleme. Ich auch. Gut, aber Schröder, du führst den Fall. Damit wir später nicht angreifbar sind, ihr versteht schon. Na, und du wirfst mal ein Auge auf diesen Wirrkopf hier, bis er wieder Endwirt ist. Ja, baut euch Kontakte auf in Rumänien und holt ihn euch bitte. Ja, mit der Hilfe unserer rumänischen Kollegen. Und noch eins. Ihr dürft als deutsche Beamte keine Waffen mit nach Rumänien einführen. Steht noch kein Abkommen, klar? Klar. Und Vorsicht, ihr kennt den Spruch. Ein Rumäne geht hinter euch in die Drehtür und kommt vor euch wieder raus. Das ist von meinem Vater. Wer macht? Wie du siehst, haben wir hier viele schöne Frauen. Aber die Männer sind alle hässlich, so wie ich. Und man sagt, ich wäre der Schönste in der ganzen Abteilung. Deswegen haben sie mich geschickt, um euch abzuholen, damit ihr euch an uns gewöhnt. Bist du verheiratet? Wieso fragst du? Hast du Ambitionen? Ich habe eine Schwäche für intelligente, lustige Männer. Ihr Deutschen seid aber verdammt schnell. Ja, das haben wir von euch auch gehört. Ihr wisst aber, man darf uns nicht trauen. Wir lügen meistens, wir Rumänen. Ja, ist das euer Präsidium da? So sehen die bei euch aus? Wir arbeiten lieber im Verborgenen. Das ist das Haus des Volkes. Ceausescu. Wenn es dich interessiert, eine Frau hat das Gebäude gebaut. Und sie war erst Anfang 20, als sie das entworfen hat. Okay, intelligent sind die Frauen bei euch also auch noch. Da habe ich sicher nicht einfach bei dir. Das sehen wir noch. Mein Chef. Da,
Da, am ridicat marfa. Sunt amândoi cu mine aici. El e cam mare, iar ea e bunăciune. Da, da, i-a aduc acum. Sie warten auf euch. Sind hungrig, euch zu sehen. Ich habe ihm gesagt, dass ihr beide mich sexuell belästigt habt. Und? Er meint, entweder ich bin verrückt oder ihr seid pervers. Chefu, da? Uite aici, dacă aveți nevoie. Komm, treppen, treppen, treppen. Băi, care era salonul ce-a deschis-o? Dă-te fără, a fugit ăla, fără, a fiță cu cenușa. Ce vrea cu mă? Băi, prinde-a, mă! Entschuldigung, es tut mir leid. Gata, stopp, stopp, komm, 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 komm. Entschuldigung, sorry. Bravo, Ninzi. Komm, komm, bitte. Bun venit, colegi. Sunt Radu Bara, comandantul unității. Willkommen, Kollegen. Radu Bara, Leiter der Einheit. Doamna Landauer. Frau Landauer, wir kennen uns ja schon schriftlich. Se vede imediat când ai de face cu un vașnic polițist neamț. Ich erkenne gleich den tüchtigen deutschen Beamten. Entschuldigung, das war mein verfeinerter Polizeireflex. Scuze, ce că a avut un reflex de poliție. Da, noi polițiștii suntem niște animale ciudate. Wir Polizisten sind ein Haufen für sich. Ja, trebuie doar să știm care suntem. Man sollte nur wissen, wer dazugehört. Ja. Haideți să vă prezint colegii, da? Stelle ich meine Kollegen vor. Ședință! Sitzung! Hai! Große Sitzung. Sie haben gar nicht geschlafen. Nu ne putem plânge că n-avem de lucru. Über Arbeit können wir uns nicht beklagen. Maria Stroia, Simona Dinescu, Mihaia Todiresei, Emil Neglescu, Amalia Pisică, Dorin Mateuț. E der Fußballspieler. Sven Schröder. Am citit raportul dumneavoastră. Wir haben einen Bericht gelesen. Înțeleg că acum îl vreți înapoi pe linie. Er wollt Karamitru zurück. Acum noi ne punem întrebarea dacă închisorile voastre sunt sigure în momentul ăsta. Ob eure Gefängnisse noch sicher sind. Es kommt überall mal einer raus. Sogar damals aus Alcatraz. Peste tot mai evadează câte unul, chiar și la Alcatraz. Ăla sigur era român, spun. Der war ein Rumäne sicher. Cum ați? Rauchte. Danke. Das haben Sie uns abgewöhnt im Dienst zu rauchen. Nu a voie să fumeze în timpul serviciului. Nu, avem și noi regulile astea acum mai noi de la Uniunea Europeană. Neuerdings ist das auch bei uns, EU. Am analizat înregistrarea conversației. Wir haben euren Telefonmitschnitt analysiert. Wer war nachtaktiv? Am verificat toate cluburile din centru. Wir haben alle Clubs in der Altstadt überprüft. Nu avem niciun indiciu. Noch keinen Hinweis. Konnte ihr das Handy zurückverfolgen? Dacă am putut să localizăm mobilul. Cartela prepaid a fost cumpărată. Die prepaid Karte wurde mit falschem Papier gekauft. Telefonul acum e mort. Das Handy ist jetzt tot. Deci nu avem geodate. Keine Geodaten mehr. Ihr habt doch sicher alle die Glocke gehört in der Aufzeichnung. Da kam auch sit un clopot în. Ist hier vielleicht eine Kirche irgendwo? E cumva vreo biserică? Zona asta nu funcționează deocamdată nicio biserică. In diesem Bereich gibt's keine Kirche, die in Betrieb ist. Nicht mal eine Kapelle. Poate să fi fost netul foarte, foarte încărcat. Vielleicht war das Netz überlastet. În unele seri ai senzația că se adună aici. An manchen Abenden hat man den Eindruck, dass die halbe Stadt sich hier rumtreibt. Atunci poate că au intrat și alte antene și telefonul. Dann übernehmen andere Funkmasten. Und dann kann das Handy auch hier gewesen sein oder. Verificările iau ceva timp. Das überprüfen dauert eine Weile. Könnt ihr Karamitrus Familie überwachen? Dann so supravegheam. Soția și cei doi copii locuiesc la Sibiu. Die Frau und die zwei Kinder leben in Sibiu. Hermannstadt. Bisher keinen Hinweis. Unul din agenții noștri sub acoperire. Ein unserer Verdeckten, hier. Se pare că l-ați cunoscut deja. Er kennt euch ja schon. Ich möchte mich wegen dem Vorfall noch mal entschuldigen. Ich möchte gerne alle zum Essen einladen. Ich cere scuze și a zis că două masă la restaurant la toată lumea. Da, mulțumim, dar mai întâi să-l prindem pe Karamitru. Danke, zu ihr sollen wir Karamitru kriegen. Deci nici agentul nostru sub acoperire nu are nicio veste. Auch unser Kollege hat keine neue Infos über Karamitru. Ja, wir würden sehr gerne mit euch in der Altstadt alle Lokale abklappern. Ar vrea să vină și ei cu noi prin centru vechi, prin localuri.
Mulțumim frumos, dar... Danke, danke. O să vă informăm de tot ce apare. Wir halten nou. Euch noch auf dem Laufenden. Noi ne cunoaștem cel mai wir bine. Wir kennen am besten unsere Leute. Înțeleg că ardeți nerăbdare, dar incidente ca cele de pe Florida... Ermerkt, es brennen euch die Schuhe, aber sowas wie eben auf dem Flur, sondern wir vermeiden. Bun, deci ne vedem gut. Mâine. Wir sehen uns morgen. Venim să vă luăm noi de la hotel. Wir holen euch vom Hotel ab. Conduc. Ich hole euch vom Hotel ab. Spuneți la revedere. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. Passt dein Schlüssel auch nicht? Sieht dein Zimmer auch so aus? Wenn bei dir auch ein Schwan auf dem Bett steht, dann ja. Ja. Schöne Aussicht hier zu warten. Hast du einen Kühlschrank im Zimmer? Ja. Wenn was Trinkbares drin ist, dann in einer Stunde? Bei mir auf dem Balkon? Vede altă decât o vestu din partea ta. Hab lange genug beim MEK in irgendwelche Fenster gestarrt, in irgendwelchen Gärten und Parks gelegen, gewartet, dass irgendwas passiert. Von diesem Job geträumt. Jetzt Bukarest wieder warten. Ist nicht Südamerika. Südamerika war anders. Ist immer anders, aber immer auch warten. Du guckst schon die ganze Zeit darüber. Was siehst du denn? Mitte 20, circa 1,65. Leichter Drogenkonsum. Oder verstärkter Alkoholkonsum. Oder sie hat einfach einen an der Waffe. Mhm. Sie tanzt gegen irgendetwas an. Versucht, irgendwas zu verarbeiten. Liebeskummer? Gut möglich. Meine Frau hat einen neuen und das... Ich versuche mich langsam, vorsichtig daran, die Gedanken zu gewöhnen. Meine kleine Tochter und der Neue und so weiter und so weiter. Neue Familie, gemeinsamer Urlaub, kann um Besuchszeiten betteln, Unterhalt zahlen, zu wem wird's jetzt Papa sagen und so weiter, bla 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 bla. Du wirst immer ihr Papa bleiben, das wird sich nie ändern. Guck noch eine Weile rüber, vielleicht siehst du noch was anderes. Good food for good dreams. Oamenii mei au stat toată noaptea pe străzi. Meine Leute waren wieder nachtaktiv. Karamitru nu e în centru vechi. Karamitru ist nicht in der Altstadt. Dacă era, îl găseam și era aici, sonst cu noi la masă. Sonst säße er hier am Tisch. Și voi vi-l luați frumușel la pachet. Und ihr könntet ihn mitnehmen. Was ist mit diesem Sänger Adrian Minune? Der muss doch noch wissen, wo er vor drei Tagen gespielt hat. Ce cu Adrian Minune? Știm pe unde a cântat cu trei zile și pentru cine? Am verificat înregistrarea, dar nu era Minune în înregistrare. Cum? Nu era Minune în înregistrare. Es war nicht Minune auf dem Band. Sunt o mulțime de cântăreți. Es gibt Dutzende de Sänger, die Minune imitieren. Gibt es Aussichten, den Imitator zu finden? Am putea să găsim imitatorul? Ah, suntem pe cale. Ja, wir sind dran. În ceea ce privește pe Karamitru, dacă vine în București, nu cred că e atât de idiot. Was Karamitru angeht, wenn er in Bukarest ist, ist er nicht so dumm, sich in der Stadt aufzuhalten. Se duce într-o garsonieră undeva în dann wohnt er bestimmt irgendwo an der Peripherie. Wenn es so ist, wie du sagst. Dacă așa cum zici. Und Karamitru hat ein sicheres Versteck irgendwo hier in dieser großen Stadt. Karamitru se ascunde undeva în oraș. Dann müssen wir versuchen, ihn zu verunsichern, aus dem Bau rauszulocken. Trebuie să găsim cumva să-l tragem afară din ascunzătoare. Nu înțeleg ce vrea să spun. Was meinst du damit? Man könnte zum Beispiel einen fingierten Zeitungsartikel publizieren, in dem steht, dass Karamitrus Festnahme kurz bevorsteht. Am putea să
Von wem kommen Sie her? Das würde ihn verunsichern und wer verfolgt wird, der hat Ängste und Zweifel. Caramitru este căutat, mare, mare. Și atunci, să-i fie frică și o să iasă. E frică și să-i fie ascundătarea mică. Tu urmăritul nostru citește ziare. Ich glaube nicht, dass er Zeitungen liest. Aici nimeni nu dă doi bani pe presă. Hier liest keiner Zeitung. Bun, deci ne ocupăm noi. Wir sind also dran. Cum e hotelul? Wie ist euer Hotel? Super. Das gehört. Mă scuzați, m-am uitat țigările. Er nimmt eine Zigarette. Der Anrufer hat eine ganze Weile gebraucht, bis er aus dem Club draußen war. Ja, definitiv. Das ist alles zu klein. Ja. Die Treppe wieder runter war, hat hier jemand gesagt, sie ist Trinkgeld gegeben. Und dann war er raus. Toiletta? Ich will. Ah, okay. Ja, okay. Ja? Könnte sein, dass ich gerade unseren Mann gesehen habe, in Begleitung einer Frau in Rot. Wo bist du? Ich bin raus, gleich rechts. Was? Auf dem Lokal raus und rechts. Ich bin jetzt vor dem Old Havana, wo bist du jetzt? Er saß mit drei Männern am Tisch draußen, hat seine Zigaretten liegen lassen. Zypress, war doch das Zeug, das er raucht, stand im Nacken. Ja, stimmt. Okay.
nächste wieder rechts. Jetzt geht's nochmal rechts. An der Ecke ist ein Brautladen. Die sind gerade vor Torräder vorbeigekommen. Scheiße, hab sie gerade verloren. Ah, jetzt sehe ich wieder rot. Ja, manchmal ist rot ideal. Bin jetzt Ecke Brautmodengeschäft. Die beiden sind gerade in einer Hofeinfahrt. Links rein. Roter Elefant zwischen einem Bluesladen und einem Schnapsladen. Dunkler Hauseingang. Geh hinterher. Was? Wo bist du? Ich höre dich nicht. Zum Fürchten aus. Das wollte ich schon immer mal. Augenblick. Wir haben eure Angaben überprüft. Auf dem Gang wohnt eine alte Frau. Die andere Wohnung steht leer. Und was ist mit dem Salsa-Club? Ein Gewerberaum. Da ist jetzt auch keiner. Auch wenn es nicht Karamitro war, so ist das Pärchen doch in einer der Türen verschwunden. Tür auf, Tür zu. Ich hatte dir doch gerade gesagt, was wir ermittelt haben. Und die beiden Männer, die uns angegangen sind, waren das auch Gespenster? Auf dem Flur gibt es genügend Spuren von eurer Auseinandersetzung. Aber keinen Hinweis auf die beiden Männer. Wahrscheinlich wohnen sie nicht mal dort. Keine gute Gegend übrigens. Da muss man mit allem rechnen. Was am amestecat în treburi interne. Ihr habt euch in unseren internen Angelegenheiten eingemischt. Ihr hattet Anordnung. Ja, ja, das habe ich jetzt schon verstanden. Cum ar fi dacă am venit noi în Germania și am face tot ce ne trece prin cap? Stell dir vor, wir kämen nach Deutschland und würden auf eigene Faust ermitteln. Am luat lumea la bătaie, nu plecă. Es war doch eher umgekehrt. Karamitru läuft uns über den Weg und zwei Männer wollen uns verprügeln. Was soll ich denken? Hoppla? Wunderbares, magisches Rumänien? Hoppla. Minunata, magică Românie. Du denkst vielleicht, wir haben kein Interesse, Karamitro zu finden. Der Eindruck beginnt sich zu verfestigen. Meinst du, es wird die Lage versachlichen, wenn wir jetzt das Trinken anfangen? Wir haben eine neue EU-Anordnung erhalten. Verhandlungen sollen rauchfrei und rauschfrei geführt werden.
Aber wir haben da bessere Erfahrungen gemacht. Weißt du, Marx hat mal gesagt, Revolution machen heißt auch, die alten Werte an ihrem Platz belassen. Trinken wir auf die alten Werte? Was denkst du also? Ich denke, dass ihr Karamitro aus irgendeinem Grund nicht kriegen wollt. Ich weiß nur noch nicht, warum. Wir hatten ihn da auf dem Stuhl, wo du sitzt. Und wir mussten ihn wieder laufen lassen. Weißt du, ich habe eine kranke Mutter. Und der Arzt behandelt sie nur, wenn er dafür extra bekommt. So, einer wie Karamitro gibt uns was. Ich gebe dem Arzt. Und meine Mutter bekommt, was sie braucht. Jeder bekommt sein Recht. Komm, trink noch mal und dann schmeißen wir euch raus. Ihr bekommt wieder unseren Limousinen-Service zum Flughafen. Was? Denkst du, du hast gerade die Wahrheit gehört? Gibt es das? Die Wahrheit? Überzeuge mich. Warum wirst du Karamitro? Ich will die Leute kriegen, die ich suche und die es verdienen. Etwas verbindet euch. Warum hat er es verdient? Er hat meinen Partner angeschossen. Liebst du ihn? Dein Partner? Es klingt so. So sollte es nicht klingen. Es geht hier um meinen Beruf, nicht um mein Privatleben. Wenn du Karamitro kriegst, denkst du, du bist wieder frei? Wir sind nicht frei. Also trinken wir nicht auf die Freiheit. Unser Leben in heutigen EU-Rumänien ist erschütternd, pervers, dämlich, lustig. Und vor allem traumatisch gefährlich. Also trinken wir auf alle Opfer und auf die vielen Neureichen. Ich habe meine eigene Methode gegen Korruption. Ich arbeite mit Frauen zusammen. Sie sind nicht so schwach. Siehst du aus? Soll ich jetzt ein Kompliment werden? Ihr habt wenig Vertrauen in unsere Arbeit gezeigt. Es war aber nur eine Frage der Zeit, bis unsere Ermittlungen greifen. Wir wollen, dass ihr dabei seid, wenn wir Karamitro verhaften. Sie gehen rein. Wow! Mi-aș fi plăcut să te pot consola. Rete dich gerne getröstet. Deine Augen sehen prima aus.
Pastor Charles Boru. Der Vogel ist ausgeflogen. Loma Prente, Shigata. Wir nehmen noch Fingerabdrücke und das war's. Schröder, ja, komm. Poster, du für mehr den Fotografien? Kannst du die Frau erkennen aus dem Foto? Christina! Ja. Christina! Ja, kann ich. Salut. Salut. Hanna? Rot ist manchmal eine ganz gute Farbe. Wir wissen, dass du die Miete für den Salsa-Club in der Altstadt bezahlst. Wahrscheinlich nicht nur das. Und jetzt machst du so eine Dummheit. Cum facem să oprim de la prostie? Wie können wir sie von dieser Dummheit befreien? E cu criminalul ăsta? Sie treibt es mit diesem Kriminellen. De când? Seit wann? O aventură? Eine Affäre? Și când se întoarce, tu ce faci? Und wenn sie zurückkommen, was machst du? O ierți? Verzeihst du ihr? Bun. Deci o iubești. Gut. Du liebst sie also. Și o vrei înapoi. Du willst sie zurück. Asta cât mai repede, până nu se înfierbântă după ăsta. Dar so schnell wie möglich. Ehe sie zu sehr abhängig von ihm wird. Avem o mulțime de chestii în dosarul ăsta despre tine. Poate nu-l fi toate adevărate, dar... Einiges liegt bei uns gegen dich vor. Einiges mag nicht stimmen, aber etwas wird schon dran sein. Am putea să palmăm niște. Ein paar lästige Akten könnten sich erledigen. Ein paar Verfahren gestoppt werden. Ce zici? Știu doar de Caramitru. Deci ați înțeles. Ihr habt es mitbekommen. Știm încotro se îndreaptă Caramitru. Wir wissen, wo Caramitru hin ist. Nunta lui soră sa e programată poi mâine. Die Hochzeit seiner Schwester findet übermorgen statt, laut Standesamt. Uite aici, într-un sat la poale de Carpați. Hier, in einem Dorf, am Fuß der Karpaten. Există în sat o secție de poliție. Es gibt Polizeistation. Dar polițistul locuiește de multă vreme. Aber der Polizist lebt seit langem da und ist mit anderen Leuten gut bekannt. Cred că e riscant să-i spunem despre ce. Ein zu großes Risiko, ihn einzuweihen. Lucrăm împreună cu forțele locale. Wir arbeiten mit den dortigen Regionalkräften zusammen. Das Kommando hält sich in der Schule auf. Jetzt sind Schulferien bei uns. În sala de mese avem infiltrat un agent ca și kellner. Haben wir einen Kellner von uns positioniert. Ce faci? De ce nu le-ai pus? De ce n-ai făcut până acum? Mai repede, haide! Da, mai repede! Printre invitații o să mai avem... Unter den Hochzeitsgästen... ...ist auch ein Verdächter von uns positioniert. Părinții lui au fost invitați. Deine Eltern werden auch eingeladen. Voi? Und ihr? Ca să nu săriți în ochi. Um nicht aufzufallen? Am pregătit un loc în lojă. Der kommt einen Logenplatz zugewiesen. Sind jetzt auf dem Weg zur Braut. Vielleicht ist Caramitru im Haus von seiner Schwester. Haine, lepe tine, sugă!
Im Haus der Braut kam ein Unbekannter als falsche Braut heraus. Könnte für uns interessant sein. Okay. Das Brautpaar fährt im Wagenkonvoi zum Standesamt. Müsste bald bei euch sein. Da ist eine Frau in einem roten Kleid, siehst du die? Ja, aber negativ. So hat's bei uns auch mal angefangen. Sama sah ein großes Glück. Bis einer ausgestiegen ist. Der Rest danach ist nur noch Kampf. Jeden Tropfen, jeden Cent. Sagte die Stimmungskanone. Ja, es gab auch schöne Dinge. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ich habe gerade eine Meldung aus Bukarest bekommen. Camille, der Mann, der uns den Tipp gegeben für die Hochzeit, ist aus dem Fenster gestürzt. Mord ist nicht auszuschließen. Все дорде карамитру. Касаду зламан та сорази. Das heißt, wir könnten hier geplatzt sein. Nicht ausgeschlossen. Dann ruf Fied an und lass ihn an der Entwicklung teilhaben. Ja, ja. Fied? Ja? Das ist natürlich scheiße, dass ihr da unten ein Loch habt. Ich hatte den Herrn schon große Hoffnung gemacht, dass er euch ins Netz geht. Mann. Allerdings haben wir auch eine verschlüsselte Nachricht von einem Handy eines Rumänen abgefangen, die darauf hindeutet, dass es einen Informationsabfluss von hier geben könnte. Ja, wir gehen dem nach. Netzung! Scheiße. Können wir gleich aufgeben, die Glocken läuten. Noch ist hier nichts entschieden. Prepaid? Hier. Prepaid? Hier. Morgen. Morgen. Deutsche Handynummer? Hier, komm. So. Leute, checken und los geht's. Morgen. Ah, meine Ordner. Riffifi rückwärts, wenn man so will. Cuminința aduce-mă acum cu mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor tăi. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi și cu milosivire ei învrednicit ai să împlinim cererile, așa și de acum înainte vrednicește, ascori într-o dreaptă credință, în dragostea cea către tine și cea către aproape. Meldung aus der Kirche. Unser Mann ist gesehen worden. Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er der Richtige ist. Wir müssen erst ganz sicher sein. Hat er was gemerkt? Hoffentlich nicht. Letzter Abgleich erforderlich. Caramitro raucht die Zigarettenmarke Cypress und ist Linkshänder. Euer Mann drin soll das mal checken.
Ja, unser Mann hat bestätigt. Er ist Linkshänder und raucht Zypress. Sehr gut, dann Zugriff. Einen Moment. Der Einsatzleiter sagt, wir können ihn nicht im Saal verhaften. Da sind auch Kinder und Frauen, können wir die Lage bei Dürfenden gestern nicht kontrollieren. Wir müssen warten, bis er rauskommt. Verstehe. Ein gutes Klingen. Er ist draußen. Wir suchen einen Straftäter, der in Deutschland aus dem Gefängnis geflohen ist. Căutăm un infractor care a evadat din închisoare din Germania. Wir denken, dass wir ihn gerade gefasst haben. Tocmai credem că l-am prins. Fiul meu infractor! Infractor! Vă rog, vă închisiți, că altfel nu ne înțelegem. Gata, gata! Mulțumesc. Wenn alles in Ordnung ist und er es nicht war, dann bekommt ihr ihn zurück. Wir müssen das jetzt überprüfen. Euer Polizist wird dabei sein. Trebuie să verificăm. Și o să fie și polițistul vostru, o să fie și el acolo. Bitte, habt ein bisschen Geduld. Aveți puțină răbdare. Mulțumesc. Ce se faci, bă? Rechte Schulter. Er soll seinen Oberkörper freimachen. Er soll seine Schulter freimachen. Das geht der Kamasche. Rechte Schulter. Umarul drept. Das sieht nicht gut aus für uns. Und nun? Nehmen wir sportlich. Fingern wir ihn trotzdem, vielleicht wird er ja irgendwo gesucht. Bitte? Fingerabdrücke, vielleicht wird er ja irgendwo gesucht. Să luăm amprentele. Au, știi ceva? Poate totuși în fractor. N-am văzut că ți-am spălat cu el pe cap. Gata! Am terminat! Poți să-i traduci și asta! Am terminat! Laut Ausweis, Ion Karamit. Wahrscheinlich sein Bruder. Ob er weiß, wo sein Bruder ist, brauchen wir ihn sicherlich nicht zu fragen, oder? Ich stehe ohne Frage. Weiß nur, ist in Deutschland. Im Gefängnis. Kann ich auch heim? Nur zu. Du hast in Deutschland gearbeitet? Ja. Magdeburg. Bei einer Baufirma. Magdeburg. Wir müssen dich noch überprüfen. Könnte ja sein, dass du ein Mörder bist. Und wenn ich dich nicht überprüfe, dann kann ich mich auf meiner Dienststelle nicht mehr blicken lassen. Traust du mir so was zu? Hab schon zu viel erlebt. Aber du warst noch nicht in Rumänien, stimmt's? Willst du? Nein, danke. Brauchen wir eine Personenüberprüfung. Karamitro Ion. Sterben. I-O-N. Müssen wir alle. Danke. Und? Habe ich jemanden umgebracht?
Alles gut, ja? Jawohl, Chef. Ich liebe dich, mein Schatz. Wie spät ist es? Feierabend. Gata, frate! Sino liber! Poliția pe Ion. Da, știu. Le-au dat deja drum. Mamă, ce frumos ești. Cum, ești fericită? Da. O să-mi zici dacă se poartă ură, da? Nu se poartă. Ești gravidă? Da. În 4 luni. Fie băiat, zic eu. Ai fost la Maria și la copii? Trebuie să mai aștepte. Nu faci fericit. Ai și o iubită? Ați căduci o viață foarte bună. Și ai și copii. Ai o ascunzătoare sigură? Da. Undeva sus. Ne vedem în câteva săptămâni. Ai grijă. Băi, mai țineți puțin pe poliție, să aveți niște timp. Strânge pe aici, am un timp. Bun. Ne retragem și noi. Hotărâți dumneavoastră ce a rămas. Seru canap. Nu mai avem ce face aici. Colega, vă vielen Dank für euren Einsatz. Vă mulțumim. Könnte ich einen Kaffee haben? No. Was? No. Hi, how's the manager? Haben Sie dir auch die Braut entführt? Ich meine, bei deiner Hochzeit. Willst du mir das sagen? Manchmal kommen Frauen auch zurück. Schlechten Gedanken! Warum sollt ihr hier sitzen? Komm, fahr mit uns! Ha? Auf die Liebe! Wow. Auf das Leben! Auf das Leben. Ich kann nicht mehr. Deutschland! Auf Deutschland. Jawohl. Auf Deutschland. Auf Romania. Na. Na komm. Și tu? Ce stai acolo? Hai că s-a terminat programul. Hai, fără să rămâi pe Was hat gesagt? Sagt, er kennt dich, dass du ein guter Mensch bist. Ah, okay. Entweder die sind jetzt schon alle taub oder spätestens nach der Hochzeit. Was meinst du, hassen die uns oder sind wir denen einfach gleichgültig? Ich glaube, die haben ihren Spaß daran, uns hier vorzuführen. Vermutlich weiß hier jeder, wo Paramit sich versteckt hält. Eine fröhliche Wand des Schweigens.
Kann man sich hier nehmen? Klar, bitte. Was wollt ihr? Weiß, rot, lila? Egal. Hauptsache, wir sind morgen nicht blind. Știți voi că mai de mult lumea trăia aici cinstit și n-aveau nevoie de poliție. Toată lumea avea de lucru. Și acum veniți cu în Germania. Vorher haben die Leute hier ehrlich gelebt und man brauchte überhaupt keine Polizei. Und alle hatten Arbeit. Aber jetzt kommt ihr sogar aus Deutschland, um einen von uns zu holen. Bărbatul meu a luptat cu nemții la Odessa. Mein Mann hat mit den Deutschen gekämpft in Odessa. Acum 2 ani. Er ist vor 2 Jahren verstorben. Er war nur 94 Jahre alt. Iar băiatul meu care e pe aici? Mein Sohn, der hier ist, der war bei den Milizionären. În grupa celor care l-au pușcat. Er hat zu denen gehört, die Ceausescu erschossen haben. Die Knie haben allen gezittert vor Angst, weil sie haben sich gefürchtet, dass er zurückkommt, dass er sie bestrafen würde, weil sie ihn verraten haben. Am așteptat și noi să vedem cât de bine o să fie cu Europa. Dann haben wir gewartet auf dieses neue Europa und wir haben Tag für Nacht gewartet, aber es ist nichts passiert. Das Warten hatte kein Ende und dann haben wir. Schacke, ne-am gândit să nu ne mai gândim la asta. Aufgehört noch darüber zu reden. Nu mai spune nimic, că e nu un tag mai veselie, mai bine zice niște strigături de alea de armatale. Hai. Asca, mai nu te veselie, nu mai ne facem așa. Es ist genug. Atenție, Germania! Oh, Achtung, Deutschland! Dieses Lied ist für euch, da ihr diesen langen Weg umsonst gekommen seid. Dafür erlebt ihr eine richtige rumänische Hochzeit. Esst, trinkt, habt Freude mit uns, Spaß! Clopotuma! Clopotuma! S-a furat! Bă! Mihai! Scoară! S-a furat cu
Die Glocke wurde gestohlen. Gott, schon wieder eine Glocke. Also bei mir dreht sich noch alles. Ich glaube, wir müssen uns das mal anschauen. Wahrscheinlich waren es Zigeuner und wollen es als Altmetall verkaufen. Alle sollen nach der Glocke suchen, meint er. Ja, was machen wir jetzt? Helfen wir mitsuchen? Machen uns ein bisschen beliebt im Dorf. Kannst du fahren? Ja, nach Bukarest. Der Gedanke macht mich nüchtern schon. Die Frau mit den zwei Kindern. Ja, mit ihr getanzt. Nicht nur mit ihr. Der Junge ist Karamitrobiers im Gesicht geschnitten. Stimmt. Seine Frau? Sie hat auf ihn hier gewartet, genauso wie wir. Ja, Schröder? Dass sie Informationen weitergab. Sie wussten, dass sie... Halt sie doch einfach den Mund, Herr Fied. Bitte. Sie sind ein tüchtiger Mann, aber im Leben geht's manchmal nach anderen Kriterien. Ihr Bruder hatte Spielschulden. Okay. Bei irgendwelchen Rumänen. Flash schiebt Fiasse. Er konnte nicht zahlen, wurde bedroht, massiv. Die Gläubiger wussten, dass seine Schwester hier arbeitet. Sie haben Lorenz gesagt, jetzt kannst du zahlen und wir sagen dir weh. Susanne sollte ihm Informationen über die Ermittlungen gegen Karamitro zuspielen. Ich habe sie nicht verhindert. Ich kenne die Konsequenzen. Ich stehe jetzt am Abgrund, aber irgendwie tut es mir nicht leid. Unendlich leid tut mir nur ihr Tod. Was reden Sie da? Sie hätten Ihren Mitarbeitern helfen müssen. Ich konnte nicht helfen. Ich konnte nichts verhindern. Bruder und Schwester, sie klebten aneinander. Konnten nicht ohne einander, konnten nicht miteinander. Ich möchte noch einmal in den Arm nehmen. Darf ich? Der hat, was er braucht. Warte mal. Könnte sein, dass das unsere Spur ist von unserem LKW. Sven, der hat den Anhänger. Stimmt, mit Anhänger.
Stopp! Wir haben einen Unfall gehabt. Die Glocke ist runtergefallen. Die waren zu dämlich zum Fahren. Wie sind die da überhaupt hingekommen? Stromaufwärts getrieben, was weiß ich. Ja, klar. Nee, das war rumänische Gravitation. Ja, rumänische Gravitation. So, unser erster Fahndungserfolg. Ich rufe unseren Dorfpolizisten an. So, jetzt Heldenpose. Heldenpose? Ja. Sehr gut. Komm. Er meint, wir sollten ein Protokoll aufsetzen. Wir haben doch die Glocken. Nur kurz dann Intelligenz, was machst du mal? Unterschreiben wir jetzt nicht. Nein, Moment. Wir sollen nicht unterschreiben, die Glocke ist da. So dauert das bei uns. So Vertrauen haben, sowieso liest das niemand. Okay, Senats, Prozessu verbal. Ja. Vreden. Sie, Vreden. Super, ich fand's auch gut. Ja. Freunde, sagt ihr. Wasser. Was ist da los? Das ist Karneval, was ist das? Was ist das? Asta e tradiția, a doua zi după nuntă. Das ist hier Tradition. Ein Tag nach der richtigen Hochzeit feiern sie die falsche Hochzeit. Die falsche Hochzeit? Okay. Guck mal, bitte? Ganz schön irre. Nein, das ist Tradition hier. Ein Brauch. Ein Tag nach der Hochzeit tragen die Männer Frauenkleider. Alle Frauen Männerkleider. Guck mal, mit Brüsten sogar. Ich mag den Brauch, der ist gut. War das auch ein Brauch, oder was? Sie hat gesagt, er ist oben auf dem Butchage bei den Schäfern. Parametro? Sie treibt ein Spiel mit uns. Keine Ahnung. Wir werden es rausfinden müssen. Sănătos de munte în masă. Conta! Ia să stau arăte, doamnă. Așa mult de oaia, uite. Așa. Și cu nod, așa. Da, uite-se, uite-se. Un nod, două. Hai să faci eu. Hai să te văd. Ia și mata. Frate, rău. Dacă vrei, te prime la munte, dacă nu, acasă. Ce e bine, coadă! De coadă? De uche! De țință! Nu de asta! Hai! Ia! Cu nodul! Așa de-a mugere, voi! Ia! Max! Aici! Die rumänischen Kollegen haben die Bergpolizei informiert. Die sind auf dem Weg zu euch. Kann sich nur um Sturm handeln. Rumänische Bergpolizei, die kommen auf Pferden, die sind super. Wie ist denn die Wettersituation vor Ort? Ja. Hervorragend, leicht bewölkt. Sehr gute Sicht. Wie ist das innere Befinden? Danke, ebenso. Ein Weihnachtsgruß an die lieben Kollegen.
brat frumos, cu cetina tot verde, ești copac. Was ich dir jetzt sage, steht in keinem Bericht. Aber ich sag's dir, weil ich dir vertraue und damit du verstehst. Der Ablauf in dem Hotelzimmer war anders. Stress alles falsch gemacht, was man überhaupt nur falsch machen kann. Ich habe mich angestellt, als hätte ich noch nie eine Waffe in der Hand gehabt. Am Schluss ist mir sogar noch das Magazin rausgefallen. Ich habe ihn gehabt. Paramitro hat auf Paul geschossen, anstatt auf mich zu schießen. Wir haben das nie zu Protokoll gegeben, sonst wäre ich wohl nicht mehr dabei. Er hat mich an Paul gebunden. Hallo? Da? Warum sind denn die so schnell oben? Aha, aha. Einen anderen Weg? Die kommen jetzt. Și unde vă lăsați? Ciao. Die kommen jetzt. Da, da, facem. Er sagt Angriff, wenn dunkel ist. Bei Nacht. In dem Gelände. Na, danke. Sag ihm, wir wechseln unsere Position auf oberhalb der Hütte. Ich glaube, wir haben jetzt hier nichts mehr zu melden. Du-te înăuntru. Du-te înăuntru. Nu știu, dar se întâmplă ceva. Lasă-mă! Sie reiten. Der Hund hat sie verraten. Warte!
bitte, lass uns! Lass den Mann! Stop, stop, stop.